So, da sind wir auch schon beim zweiten Versuch. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß! Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen hab! Ich mag Coon & Friends! Weil du deine eigenen Filme hattest! Zum Glück bist du hier! Die gehen voll ab! Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Tweak vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht! Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn! Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen! Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere! Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben! Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, das du bist so geil. Ja. Timmy! Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkratten! Ich hoffe, dass der Kampf jetzt besser funktioniert als beim letzten Mal. Gleich endet der Rest deines Lebens. Na, geändert. Ich habe jetzt Moskito-Boy dabei. Ich nehme meine Blutprobe. Alter, mach mal halblang. Und habe eine Fähigkeit umgestellt, damit ich einen Feuerbuff habe. So. Das wird also funktionieren. Oh ja, so verdammt wenig Lebenspunkte. Was macht das? Erzeugt Ekel bei Feinden in der Nähe und verstärkt deinen Angriff. Versuchen wir das doch mal. Das sieht gut aus. Debuffs ist schön. Ah, kranke Scheiße, Alter! Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals! So, ich könnte sie nach hinten werfen. Lieber so. Bam, 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 bam. Ich bin Wonder Tweak, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Selber schwul. Lahm. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm. So. So, du verpassen wir dein Schild. Und dann gucken wir mal, ob du Token ablenken kannst. Es ist soweit. Verdammt. Auto! Auto! Du kannst liegen bleiben, du lagst ja eh schon am Straßenrand. Wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt, fahr ich dich über den Haufen! Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch! Puh, geschafft! Okay! Bin ich schon am Zug? Okay! Na komm, machen wir das erst. Megafaust, Pacharoo! Jetzt bin ich dran! Wir sind's bereit!
Okay. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Ach komm, das sieht gut aus. Au! Du kämpfst auf der falschen Seite! Tupperdose. Dann Mysterien an Craig. Bringt das was, ihn zu ein Wiederbelebungsserum? Heilen wir dich mit der Macht der Delfinwasserschwulen? Hui! Wasser! Ah. Ich werde. Genau, kotze erstmal. Kotze erstmal. Yes! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Angriff aus dem Hinterhalt. Au! Ja? Gott, ich brauche einen Kaffee! Es ist Craig-Zeit. Ich meine, Super-Craig-Zeit. Können wir denn den können wir nach hinten hauen? Ich scheiß auf deine Freedom Pals. Yes, gib's ihm. Au! Jetzt kriegst du eine Abreibung! Führe Gefechtsprotokolle aus! Super Tornado aktiv! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Und die Waffe immer noch sehr mächtig. Was macht das? Da setze ich lieber auf den Brandschaden vom Hauptcharakter. Wir könnten das nochmal machen. Na komm, versuchen wir es. Zweifelsfall stirbt er wohl leider. Überleg dir gut, was du tust! So, und jetzt gibt es den Arsch des Feuers. Das sollte doch jetzt hoffentlich gut funktionieren. Inhalieren. Inhalieren. Und raus damit. Oh Gott, bin ich dran? Du hättest die Seiten wechseln sollen, Craig. Ja, nein, sonst könnte ich dir ja nicht den Arsch versohlen. Guter Konterspruch. Ich dachte, dass ich Wonder Tweak in meinem Film besiegen soll. Ach, das war ein Fehler, Mysterio. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Und Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Bin ich endlich dran? Danke. Megafaustschlag! Ja, verloren! Wir haben gewonnen! Geistige Augenmaske. Fanfiction über Super Craig und Wonder Tweak. Schrott.
und 22 Cent. Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus? Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen? Kumpelkeile. Hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist darauf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Da ich ja keine Lust habe, das jetzt nochmal zu machen, nachdem das so super funktioniert hat, speichern wir das Ganze jetzt erstmal. Yeah, ich habe die Freedom Pals besiegt. So, Karte öffnen. Was haben wir denn hier noch? Die Zeichnung finden? Ah, das ist, glaube ich, sofort abgehakt worden, auch nachdem wir es hatten. So, was haben wir hier? Ins Raisins gehen. Ich glaube, das können wir noch später machen. Was war das denn? Andys Auto. Achso, ich denke, dafür müssen wir erst auf Nacht umschalten. Ich weiß nicht, ob man das machen kann manuell. Dann müssen wir zurück zur Zentrale der Super Friends. Kostüm. Kopf. Basic Make-up. Akzent Make-up. Was das war's. Dafür müssen wir wahrscheinlich den Helm absetzen. Ach, das sieht aber auch cool aus. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Die Bürgermeisterin, wo war denn das Rathaus? Das Rathaus. Dann gehen wir erstmal zurück. Irgendwo war doch hier auch eine Timmy-Station. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ja, du bist sehr schnell, das stimmt schon. Die Kirche, das ist echt doof, dass ich gerade nicht weiß, wo die Bürgermeisterin wohnt. Da, City Hall. Depp. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Okay, können wir von da links laufen. Cool, die Geldquelle. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Muss man bestimmt eine Geschlechtsumwandlung machen, damit die dann einem folgt. Überhaupt ist ja ganz schön viel zu tun, damit man dann alle Leute auf Kunstagram hat. Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren. Ja. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen.
Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Ach, können wir gerne machen. Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Juhu, wir kriegen jetzt schon ein Foto von der Bürgermeisterin. Dann machen wir mal ein total tolles... Yeah, Bürgermeisterin! Juhu! Gut, jetzt ab mit dir, künftiges Stück. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Aber sie folgt mir doch, du Vollspast. Da, guck mal, es wurde sogar eingeblendet. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Jensen. So, im Namen des... Aber ja, ich nehme gern an Social Media Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. Ja, natürlich ist das wichtig. Das ist einfach ein Standardfoto. So, dann haben wir hier doch noch so eine... Prima, vielleicht sehe ich das in den sozialen Medien. So ein schwules Foto. Ja. Ja, Video, Foto. Griff nach der Liebe. Haben wir das auch? Verbrechen lohnt sich nicht. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Gut, wenn man bedenkt, wie alt die Kinder sind, ist das schon irgendwie seltsam, dass die Eltern bis so lange feiern waren. 3 Uhr morgens. Jimmy, bring mich zur Kundenzentrale. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Ja, du bist der Schnellste. Bäm. Bis denn. Ja, wie er jetzt hier noch so wegkrüppelt. So. Ja, mal gucken, ob wir bei Cartman auf dem Klo schon richtig gekackt haben. Oh, Mietz. Ah, ich glaube, wir haben ihn noch nicht. Ordentlich Druck aufbauen. Ja. Yeah. Und abgerissen. War das gut? Offensichtlich. Nachdem wir ordentlich gekackt haben, geht's jetzt ins Kuhnversteck. Oh nein, schon wieder. Oh, jedes Mal dasselbe. Fick dich, Mom. Oh nein, falsche Taste gedrückt. Was haben wir denn da noch? Meine Eier. Esel. Okay, wo war's denn jetzt? Fick dich. Mom. Nein, nicht direkt wieder nach rechts. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an die Arbeit. Halt Mosquito von den Raisins Girls fern, wenn er rückfällt. Na gut, an die Arbeit. Bin ich die Lebensberatung? Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen.
Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau ins Hausbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pearls glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Ich bin so vielsagend. Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt. Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Jetzt zum Superheld! Zack, zack! Ja, wie hoch soll denn mein Powerlevel sein für die nächste Mission? Ja gut, was Besseres habe ich auch noch nicht. Crafting. Den könnte ich herstellen. Wunderarschanzug. Nee, Wunderarschhandschuhe ist dann schon besser. So, Schicksalsanzug, Schicksalsmaske. Och. Stellen wir den noch her. Ja. Göttlicher Verstärker. Speichern wir nochmal und versuchen das Ganze. Dum, da, dum. Oh. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Alter, du bist immer noch hier? Ja,
So, und dann ziehen wir mal Kostüm an. Oh, das sieht doch cool aus. Bin ich die Lebensberatung? Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Kunstor, Mom, wenn du das bist, geh wieder hoch, verdammt! Uiuiui. Der Kunstor hat nicht ewig Zeit. Alle Käufe sind bindend. Danke für deinen Besuch des Offiziers. In Kuhn and Friends Store. Doofe Frage, wo ist mein Haus? Ist das da? Hier, Mietz, Mietz, komm, Mietzi! Wo bist du hin, Pussy? Was ne Pussy? Pussy! Die könnten wir noch mitnehmen. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Kampfportal. Ich hoffe, die anderen sind jetzt bei mir. Ja, sehr gut. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Zeig uns, was du drauf hast. Angriff erhöhen. Das ist doch total geschummelt. Wen infiziere ich jetzt? Frissen und weg. Vorsicht, Kumpel. Die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch. Viertklässlerversohlen. Geile Sache. Popel lass dich da von deinem Freund massieren. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Nicht gucken, ihr Schwachteln! Ein frischer Wind zieht auf! So. Der Kite-Laser. Das war Heilung. Dann mal auf, wenn ich dran bin. Pew, pew. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Okay, ich bin dran. Ich hab genug von dem Kack. Ja! Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Hau rein, Neuer. Erledigen wir das, oder was? Das habe ich kaum gesehen. Schwerer zur Action! Oh ja. Nettes Blut!
Prost, Moskito! Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Haha! Pissbombe daneben. Laut Wetterbericht, Hagelschläge! Piu, piu! Kleiner Rückschlag. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Das war ja schon Imbar. Säckchen voller Spuckbälle. Uah. Schön Pokémon. Achso, okay. Versuchen wir das nochmal. Cooles Feature. Überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Das sind Eltern, wie man sie sich wünscht. Zoffen sich und tun dann so, als wäre nichts. So. Aber wir essen das Essen trotzdem. Oh. Trauriger Hackbraten. Traurige Musik. Wie ein braves Kind macht noch den Fernseher aus. Geh nach oben. Ach schade, ich dachte, man könnte sich auch wieder zurückverwandeln, so. Erst was der Rest macht. War das wieder ein Brownie naschen? Powerpump-Kostüm, Zwielichtglocken, Falkenbemalung. Mein Gott, wo haben wir das denn alles her? Das sieht ja geil aus. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt.
Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Ja. Sailor Moon. Captain Diabetes. Ja, bin ich mal gespannt. Ach, hey, was ist denn hier passiert? Toll, wir haben keinen Hinterausgang. Muss ich vorne raus? Toll, Drogen reingezogen, gesoffen. Sich anfurzen lassen. Nein, bleib draußen, bleib draußen! Mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Bereit? Okay, Sidekick, hier geht's zu Kai. So, Verbündete. Achso, wir haben nur Captain Diabetes. Okay. Ich bin die Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages seinen Diabetes loszuwerden, obwohl das meinen Ruhestand bedeuten würde. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich! Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Ja, Randy, bist du wohl derjenige, der deine Frau immer beleidigt? Na gut! Vorsicht, Sidekick! Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind. Geschwärzt? Bin ich eine Olive? Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Schau gut zu, Sidekick. Was kannst du denn? Du kannst Insulinschock. Oh mein Gott, dann haben wir einen Zuckerrauschsturmangriff, der auch Schutz bietet. Brutaler Doppelschlag mit Schlag mit Rückstoß. Diabetes im Anflug! Ich hab den Schild! Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel beschlagnahmt. Ah! Gib mir meinen Kackschlüssel! Sekunde, wie lange stehe ich schon in Flammen? Attacke! Dann buffen wir Captain Diabetes. Delfin Power. Schwule Haie. Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. Kapau! Verdammt! Jetzt gibt's Saures. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Scheiße, brenne ich immer noch? Schnapp ihn dir!
Na klar, alle auf den Nüchternen. Sieh zu und lern. Bam! Damn. Jetzt habe ich ein Schild der Schaden absorbiert. Oh, ach ja, meine Frau braucht Damensachen, also... Sowas wie Badeschaum? Genau sowas. Mach sie fertig! Heiß, 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 heiß! Ich mach sie fertig! Nehmen wir das, das macht am meisten Schaden. Ja. Ich dachte, wir sind in Amerika. Sind wir doch, oder? Hey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauche nur den Autoschlüssel. Nein, danke. Ich habe Diabetes. Und Feuer. Mein Sidekick regelt das mit links. Lass doch den Scheiß! Schau jetzt gut zu, ich mach kurz einen Prozess! Oh, was hast du denn als Ultimate? Hochfruktose-Todeswille. Eine Spalte von Feindwehren zurückgedrückt. Aber bevor wir uns das ansehen, mache ich an der Stelle Pause.